Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und ja, willkommen jetzt wirklich zur letzten Folge, Leute. Es ist soweit. Die Finalfolge steht an. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier aus dem Bunker rausgekommen und wir haben hier Unterstützung endlich mal vom Militär bekommen. Und ja, die sagen hier nichts mehr zu uns. Alles klar, Leute. Wir sollen wieder in den Bunker rein, weil die Leute hier, die haben nichts. Die haben Eve und den Typen nicht gefunden. Aber es gibt da einen Bereich im Bunker, der noch nicht gesichert ist. Ja, die haben den Bunker gesichert, Leute. Wir sind hier draußen im Heliport. Und genau. Jetzt kommt es auf was ganz Wichtiges drauf an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier raus. Diese Folge wird 45 Minuten lang oder noch länger. Ich weiß es nicht. Genau, Leute, da ist der Hund nämlich. Schaut mal, Flint. Der Hund vom Douglas. Wie bist du? Sehr schön, Leute. Wir brauchen ganz dringend das gute Ende. Wirklich. Da ist der Hund, Leute. Sehr, sehr gut. Er trägt was am Hals. Ja, was denn? Ein Kapselbehälter. Aha, okay. Und ein MP-Wasser. Ja, gut, das ist. Hey, Flint. Danke. Du bist ein süßes Bauzi, ne? Genau, Leute. Gut, wir haben von dem Flint eine Kapselbehälter bekommen. Flint hat es um seinen Hals getragen, Leute. Schauen wir das uns einfach mal an. Brief von Mr. Douglas. Ein kleiner Rohrbehälter. Drin ist sein Brief. Ah, von Douglas. Ah, vom guten alten Douglas, Leute. Gut. Ah, na ja. Ich schätze, Sie sind wohl auf, wenn Sie diese Zeilen lesen. Ich habe Flint einige Sachen für Sie mitgegeben. Ich schreibe es an Zahlen. Ich schreibe es an. Zahlen können Sie später, Douglas. Ja, der will immer noch sein Geld haben. Und schaut mal da. Wir haben die Jody hier. Ist das nicht toll, Leute? Wir haben die Jody. Hey, ah ja. Bin ich froh. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich Held an der Angel. Genau, Leute, genau. Unser Boss, der war ja auch mit drinne. Wirklich? Er hat Verbindung zu einer privaten Organisation. Wie ich es mir dachte. Ja. Weißt du etwas über diese Organisation? Leider nein. Verstehe. Bei uns ist der Teufel los. Fast alle MATF-Bürochefs steckten unter einer Decke. Mein Gott. Die Infos, die du gesammelt hast, wurden missbraucht. Oh Mann. Rupert leitet gerade die Untersuchung. Das wird heikel. Tatsächlich. Er ist der richtige Mann für solche Fälle. Ich werde hier weitermachen. Ja, das höre ich gern. Wo ist Pierce eigentlich? Ja, die sieht schon hübsch aus, muss ich sagen. Von ihm fehlt jede Spur. Verstehe. Ja, ich beneide dich. Er ist ja nicht gerade der Mutigste. Aber wenn es um dich geht, fühlt er sich wie ein Held. Ja, der gute Pierce, ne? Red keinen Blödsinn. War doch nur Spaß. Ja, genau, Leute. Wir haben hier die Jody. Wenn wir jetzt das böse Ende spielen würden, würde hier der Rupert stehen. Nur mal so als kleine Zusatzinfo. Und ja, aber wir haben hier die Jody. Ach ja. Der Leutnant meinte vorhin, dass du deine BPs gegen Waffen eintauschen kannst. Sprich mit dem Soldaten, der neben dem Laster steht. Sehr schön. Genau, Leute. Wir können uns hier neue Waffen kaufen. Das meiste von deinen Sachen habe ich eingesammelt. Sie sind in dem Container. Ach, wie geil, Leute. Wir haben hier einen Container tatsächlich, wo alle unsere Sachen drin sind. Meine Sachen. Welche Kiste? Schaut mal. Wir haben alle Boxen hier. Schaut mal, wir können die Sachen von dem Laster vor der Mine, ja, aufsammeln. Wir können hier ins Zimmer Nummer 6 nochmal zurück. Die Sachen brauche ich aber nicht. Und Ayas Wagen hier, Leute. Allerdings sind da nur Sachen drin, die ich nicht brauche, Leute. Deshalb, ja, bitte, kein Bedarf, brauche ich nicht die ganzen Sachen.
Gut, Jordi, sagst du noch was zu uns hier? Ja, Leute, ich habe mir hier schön gemütlich gemacht, wieder mit einem schönen Reifels Lemon. Ob hier es okay ist? Und diese Eve? Ich glaube schon. Hier ist es jetzt ein Superheld und das Mädchen auch. Ja, ganz bestimmt. Okay. Nur Mutteier. Gut. Ja, wie gesagt, also ich gemütlich gemacht hier. Und ja, es war heute Morgen wieder so richtig schön heiß. Aber ja, jetzt geht's wieder, ne? So. Gut. Kommt Verstärkung. Wir sind die Forward. Das Hauptkontingent wird bald eintreffen. Wir haben alles unter Kontrolle. Stimmt das auch? Kann ich mir Munition nehmen? Sie haben die Erlaubnis. Greifen Sie nur zu. Die Androiden besitzen nur Nahkampfwaffen. Wohl um Revolten vorzubeugen. Das denke ich auch. Androiden oder so. Okay. Treiben Sie sie in die Enge und schießen sie. Viel Glück. Ja, danke schön, lieber Soldat. Was ist das denn hier? Das sind, glaube ich, Granaten, ne? Wow, ein komplettes Munitionssortiment. Ich habe ja die Erlaubnis. Kann ich gut gebrauchen. Ja, was denn? So, Nachschub. Schaut mal hier, Leute, das ist richtig geil. Wir haben hier Backschuss, Granaten, Hydramuni, aber ich brauche hier von 100 Granaten einfach mal so, zack. Och, wie geil, Leute. Aber den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche hier nur die 100 Granaten von. Das ist so episch hier, wirklich. So, das nächste wichtige Puzzleteil für unser gutes Ende hier ist dieser Flint hier. Leute, er trägt etwas am Hals. Ja gut, ein B-Wasser, da brauche ich es nicht. Aber bei dem Flint hier, da müssen wir jetzt ins Menü gehen. Wir haben ja einen Teddybär beim letzten Mal bekommen, ne? Hier, Stofftier. Das können wir dem Flint geben. Genau, Leute. Flint, ich suche dieses Kind, okay? Genau, Leute. Der führt uns jetzt zu Eve. Alles klar. Hallöchen, Flint. Du bist jetzt aktiv hier drin, ja? Sau gut, wirklich. Sau, sau gut. Aber warum ruckelt das denn jetzt hier? Und ja, Leute. Ein schwerer Militärlaster. Ein Schnelltransporter. Pierce sagte, den gibt es auch in Zivilausführung. Cool. Gut, was haben wir hier noch hier hinten? Ein Militärlaster. Da steht ein Soldat. Ja gut, dann sprecht ihr mal an den Soldaten hier. Ich glaube, hier war das, wo man die Waffen kaufen kann, ne? Sie wünschen? Kann ich Waffen haben? Oh ja, Leute. Na, sicherlich. Suchen Sie sich was aus. Oh, jetzt bin ich mal... da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, hei, hei, hei. Aber da ist leider nicht die Waffe bei, die ich haben wollte. Wie kam man denn nochmal an die Waffe dran, verdammt? Die haben nur die MP5? Ich habe so viele BPs, verdammt. Ich wollte eigentlich... Es gibt so einen Dauerschuss-Granatenwerfer hier. Munition? Nö. Schildkrötenweste. Wir haben hier verschiedene taktische Rüstungen, aber... Nee, ne. Was ist das? Eier Special. Jodys Spezialanfertigung mit vielen nützlichen Extras. Schnellfeuer AP-Renovation, Attachment 7. Puh, nee, Leute. Das ist doof. So, hier kann man Flares kaufen, aber... Moment, wo kriegt man denn diese Waffe her? Schade. Pistolen sind zu schwach gegen die Androiden. Nehmen Sie den Erslack. Ja, aber ich glaube... Sonst noch was? Ich glaube... Ich finde es schade, dass sie hier die Waffe nicht haben, ganz ehrlich. Na gut, dann muss ich da... Irgendwie mit dem Granatenwerfer durch. Ich hatte auch gedacht, wir kriegen noch eine andere Waffe. Wäre dumm, wenn ihm plötzlich die Munition ausgeht. Ja, gut. Gut, ich... Das ist mein... Ich bin auch wieder voll, ne? Ich habe die AS-12 noch drin. 100 Granaten und das... Aber 100 Granaten müssen reichen jetzt. Die müssen reichen, Leute. Gut, was haben wir hier noch? Miss Breyer? Ich habe in der Zeitung über sie gelesen. Ich hatte damals Urlaub in New York. Sie haben mir sozusagen mein Leben gerettet. Danke. Ich wüsste nicht wofür. Ich habe nur mit mir selbst gekämpft. Was? Auch dieses Mal. Ja, das war im ersten Teil, Leute. Dryfield. Der Stollen. Und die Kanäle sind gesperrt. Ah ja, okay. Wir können also nicht mehr zurück, Leute.
drin könnten sich noch Androiden aufhalten. Meiden Sie also bitte die tieferen Ebenen. Seien Sie vorsichtig. Gut, Leute, es wird Zeit. Das Tor lässt sich mit der Hand öffnen. Da muss es doch einen Schalter geben. Ja, hier rechts, Leute. Es wird Zeit. Wir gehen rein. Wir müssen Eve da rausholen. Der Schalter für das Tor. So, wir müssen Eve da rausholen. Und ich hoffe... Genau, Leute, der Hund. Oh, geile Mucke hier. Wir gehen zurück in den Bunker. Leute. Der Hund führt uns jetzt direkt zu... Das lässt sich wohl mit diesem Pult öffnen. Der Flint, der führt uns jetzt direkt zu... Da, wo wir hin sollen, Leute. Sehr, sehr gut. Wir haben den Hund... Was? Flint? Du hast uns in die falsche Tür gelockt. Was bist du denn? Da vorne. Okay, ja, ja. Genau, Leute. Wir sind letztes Mal hier rausgekommen. Wir gehen jetzt aber so mutig, wie wir hier sind. Gehen wir hier nochmal rein. Und... Ja. Genau, hier sollten keine Golems mehr sein. Laut Militär. Und genau, wir müssen mit dem Auto zurück in den Bunker fahren, Leute. Mein E-Auto. Dann fahr da mal rein. Und ja, Leute, Finale, Leute. Es ist wirklich nicht mehr viel. Telefon. Oh, Kommandeur. Hallo, Agent Bayer. Hier spricht Leutnant Grant. Wir haben den Rückzugsbefehl erhalten. Sie sollten so schnell wie möglich zurück. Sie wurden noch nicht gefunden. Hm, verstehe, dann gehen Sie. Aber Sie müssen sich wirklich beeilen. Okay, wir sind also... Ob es funktioniert? Verstanden, viel Glück. Okay, das Militär soll sich also jetzt zurückziehen, Leute. Es wird heikel. Es wird jetzt wirklich heikel. Wo gab es denn hier diese Waffe, verdammt nochmal? Hier muss doch irgendwo was sein, wo ich hier eine Waffe kaufen kann. Naja, es könnte in der Waffenkammer geben. Gut, Flint, du bist bei mir, das ist gut. Wie sieht es hier im Bunker aus? Ah, okay, B2 ist noch voll. Ja gut, das ist... ich glaube, das lasse ich jetzt. Wirklich. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir hier jetzt erstmal mit dem Hund in den Golem-Freezer reingehen, Leute. Weil jetzt wird es interessant. Ich hoffe... Dass jetzt hier der gute Pierce da ist. Ja, Leute. Pierce. Sehr, sehr gut. Oh. Ah, ja. Gut, Leute, wir haben Pierce. Kalt. Wo bin ich? Die haben den also hier reingesteckt. Im Bunker. Genau. Ja, ja. Ich hatte im Computer die... Konzernstruktur überprüft. Dann schnappten sie mich. Ah, Pierce, Mensch. Keine Sorge. Baldwin wurde gefasst. Verstehe. Sehr gut. Ja. Alles klar, sagst du noch was zu uns? Ich wäre fast erfroren. Zuerst die Wüste und jetzt die Tiefkühltruhe. Okay. Ich wäre ein tolles Monster. Ja, so wie du dich manchmal anstellst, schon, wenn wir dich mal retten sollten. Ey. Ich muss dir danken. Du hast mich wieder gerettet. Genau, Leute. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Ach, Mensch. Ah, ja. Ah. Ich... Oh. Was? Was? Was zur Hölle? Haben die sich geküsst? Ah. So ist es gelaufen. Aha, verstehe. Hä? Das sieht ja weniger ähnlich. Das sieht ja wieder ähnlich, du Draufgängerin. Überlass den Rest mir. Alles klar, Pius. Geh und rette Eve. Was war das gerade? Fertig. Und komm lebend zurück. Wir treffen uns oben. Sehr, 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 sehr gut, Leute. Wir haben's. Okay, versprochen. Ei, ei.
Ich bin okay. Alles klar. Geh jetzt endlich. So. Zeit ist Geld. Schnell. Noch was? Nee. Okay. Alles klar. Cool. Ja, Leute, wir haben den Pierce wieder gerettet, wieder mal. Ja, das ist eine Voraussetzung für das gute Ende gewesen. So, Leute, jetzt haben wir hier unseren Hündchen. Der führt uns nämlich zur nächsten Sache hier. Und zwar, kann ich euch gleich verraten, der wird uns nämlich zu einem Soldaten führen hier. Genau, Leute. Flint, du kommst bitte hier mit hin, ne? Genau, hier, Leute. Hier, der Soldat. Richtig. Mhm. Da ist der Flint, ja. Sehr gut. Hm. Sind Sie okay? Wer ist da? FBI. Ich kann nicht sehen. Bin radioaktiv verseucht. Dieser Hitzestrahl hat mich vorhin verseucht. Oh je. Ich bin tot. Retten Sie Ihre Haut. Keine Sorge. Es ist keine Radioaktivität. Die Mitochondrien im Körper haben kurzzeitig Hitze erzeugt. Mhm. Genau so ist es, Leute. Sie werden wieder sehen können. Wirklich? Halten Sie durch. Mhm, okay. Ich muss jetzt los. Verstanden. Sie haben recht, ich fühle mich besser. Ich komme alleine klar. Sehr, sehr gut, Leute. Wir haben den Typen gerettet. Flint. Pass auf ihn auf. Alles klar. Hallo, Flint. Ah, das ist ein netter Kerl. Wirklich. Hey, Sie dürfen da nicht... Ah ja, geht einfach. Mensch, ich will doch eine neue Waffe kaufen. Mensch, kann man hier nochmal raus? Man kann hier tatsächlich nochmal raus, Leute. Das ist gut. Weil ich möchte zurück. Und... Was ist das jetzt weg? Warum ist der Typ jetzt weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, irgendwo konnte man hier eine Waffe kaufen. Wir sind doch im ersten Stock. Leute, ne? Ich würde mal sagen, ich gucke einfach mal in die Waffenkammer. Genau, hier vorne in die Waffenkammer. Vielleicht kann man da noch eine Waffe kaufen, weil ich meine, hier gäbe es einen Dauerfeuergranatenwerfer. Und den möchte ich gerne haben, Leute, wirklich. Ich möchte nicht mit dieser Einzelschusswaffe hier rumlaufen. Hier gibt es nichts Neues, ne? Das ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja gut. Gut, dann muss ich... Nee, Leute, wisst ihr was? Ich bin eh voll von dem Inventar her, ne? Oder? Moment. Ich bin hier eh voll. Wir müssen uns nur noch... Ja, wir sind eigentlich schon vorbereitet. Wir haben Parabellum-Muni, die werde ich nochmal kurz umtauschen. Wenn es denn geht. Moment, wenn ich die überhaupt wegschmeißen kann. Use. Entsorgen. Entsorgen nicht möglich. Ja, das ist das Problem. Okay, nee, Leute, dann... Dann, wisst ihr was? Dann werde ich mit wenig Munition den letzten Kampf bestreiten, Leute. Es ist mir jetzt... Ja, es ist mir ein Rätsel, warum ich da keine neue Waffe bekomme, ganz ehrlich. Aber diese AS-12, die kann doch eigentlich weg, oder? Und so viele Ringerlösungen werde ich auch niemals brauchen. Kommt, wisst ihr was, Leute? Ich werde auf Nummer sicher gehen. Ich werde da nochmal 100 Granaten zukaufen. Ja, das ist so krass. Ich werde definitiv die Munition brauchen hier. So, Munition, Granaten, gib mir... Oh, gibt's nicht. Okay, dann... Ryu, die sind so schwach, ne?
machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt hier? Ja, komm, nimm die Riots, ist jetzt erstmal egal. Kommt. Ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen. Ich habe die Riots jetzt ausgerüstet und kommt, lasst uns da hingehen, Leute. ja, wir müssen wieder durch die Gaskammer durch. Oder war das, wenn man hier zurückgeht? Moment. Also ich, es tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen trödele. In der letzten Folge. Aber es gab hier irgendwo noch eine Sache. So, gab es die hier? Wenn man hier zurück in die... Ja, seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Zum Glück... Kann ich das haben? Nur zu, danke. Zum Glück sind wir nochmal zurückgegangen. Schaut euch das mal an hier. Hier steht jetzt nämlich auf einmal ein Truck. Leute, richtig gut. Hier. Ironheart ist heil zurückgekehrt. Er und ihr Hund werden gerade hinausgefahren. Vielen Dank dafür. Nehmen Sie die Sachen, aber nicht weitersagen. Oh, Leute. Da ist sie, Leute. Da ist die Waffe, die ich haben wollte. MM1. Eine richtig geile Granatenwerfer. Haha. So, jetzt können wir mal weiterreden hier. Spartan Airburst. Ich habe nämlich Geld verschwendet. Wir haben den Rückzugsbefehl erhalten. Aber ich bleibe noch. Seien Sie vorsichtig. Gut. Da ist die Waffe, die ich haben wollte. Ich habe eben Geld verschwendet für die Riots. So, die werde ich nämlich jetzt raushauen. Die AS-12. Die hätte ich eigentlich eben in die Box legen können, aber ist okay. Gut, dann habe ich jetzt einen Platz frei erstmal für die Waffe, Leute. Ich will diese Waffe haben. Wir werden ihn in Sicherheit bringen. Danke. Gut, Leute, gib mir diesen Granatenwerfer. Oh, schaut euch mal das Ding an. 41mm Granatenwerfer mit Dauerfeuerfunktion. So, gib mir das Ding. Ihre Sachen sind noch auf dem Laster. Kommen Sie schnell zurück, wenn die Mission erfüllt ist. Was hier? Meine Sachen. Sehr, sehr gut. Da kann ich die AS-12 reinpacken. Und hier die Muni reinpacken. Sehr, sehr gut. Warum nicht? 100 muss ich mitführen. Ach so, ja, okay. Das ist aber sau, 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 sau gut. Wir haben den fetten Granatenwerfer. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns um. Kein Bedarf. Wir rüsten uns um, Leute. Ich hätte gerne diese Granatenpistole. Ihr seht, 12 Granaten. Sau gut, Leute. Okay, gut. Dann Granatenwerfer weg. 100 Granaten. Ich hole mir jetzt noch ein paar Airburst von dem Typ hier. Möchten Sie was? Waffen. Gut, Leute. Ich hole mir jetzt noch hier ein paar Air... Moment. Was war das denn da? Ein leichtes Maschinengewehr mit einem riesigen Magazin. Ach du Heilige, was ist das denn für ein Ding? Oh, ho, 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 ho. Gut, Leute. Wir holen uns Airburst. Wir geben jetzt einfach unser restliches Geld dafür aus... können uns sogar keine 100 mehr leisten, weil wir da eben die, wir haben nicht viel Zeit. Weil wir da eben... Schaut euch das Ding an, ey. Weil wir da eben die 100 Airburst gekauft haben, aber ja, gut, Leute, wisst ihr was? Das ist jetzt erstmal egal. Wir sind bestens vorbereitet. Schaut euch mal den Knüppel an. Schaut euch mal das Ding an. Gut, alles klar. So, jetzt können wir wirklich zum Finale übergehen, Leute. Alles klar. Dann nochmal durch die Gaskammer durch. Zum Glück sind wir da nochmal zurückgegangen. Flint ist heil nach draußen gekommen. Das ist gut. Und gut, gehen wir durch die Gaskammer. Ich wusste, dass es da eine Waffe gibt, Leute. Ich wusste es einfach. Gut, was haben wir hier? Telefon. Du hast Pierce. Großartig. Jetzt bleibt nur noch Eve. Du schaffst das schon. Alles klar. Gut, Leute. Finale. So. Ich weiß, wir haben jetzt rumgetrödelt ohne... Ach du Heilige, hier ist noch was drin. Ach du meine Güte. Gut, dann kann ich euch ja direkt mal die Waffe zeigen. So, zack. Zack.
Zack, das ist so eine geile Waffe, Leute, wirklich. Klick, klick, klick. Ich liebe diese Waffe. Ohne nachzuladen. 3 Granaten hintereinander weg, alles klar. Aber gut, dann heile ich nochmal kurz. Und dann, wie sieht's mit EXP aus? Reicht nicht. Okay, Leute. Gut, dann hier rein. Ich spüre immense Gefahr. Lieber gut überlegen, Eve ist da drin, Leute. So, los geht's. Finale. Mhm, schaut mal da. Da sind sie nämlich alle. Ich trinke mal ganz kurz was. Keine Sorge, die Kleine ist genau wie du. Sie wird dir alles beibringen. Hm? Hände weg von Eve. mit der fetten, fetten Wumme, ey. Ah, willkommen. Der Clown betritt die Manege. Oh, du Irre, ey. Die Show kann beginnen. Leider haben wir nur einen einzigen Gast. Kyle? Na, genau. Dank dir können wir Eve, die Königin, nicht mehr evakuieren. Die ganze Arbeit, das ganze Geld war also umsonst. Auch mein Schutzsystem wurde deaktiviert. Ich werde sterben. Aber nicht umsonst. Ich werde die Mission ganz alleine zu Ende führen. Okay. Die Welt wird dann mir gehören. Lustig, was? Was hast du vor? Die Knarre, Alter. Schön, bevor du stirbst, sollst du es erfahren. Wenn die Königin mit der Larve verschmilzt, wird neues Leben entstehen. Eine ganz neue Spezies. Mhm, okay. Die Menschheit wird sich zu ANMCs weiterentwickeln. Ich bezweifle, dass die Menschheit sich das wünscht. Gerade deswegen muss sie sich ändern. Verstehst du nicht? Sie muss aufhören, die Natur an sich anzupassen. Aufhören, sich Glückseligkeit herbeizusehnen. Solche Lebewesen hatten seit jeher keine Zukunft. Das glaube ich nicht. Hey, Megan. Mach es ihr begreiflich. Mhm. Kyle also, ja. Kyle. Hör nicht auf ihn. Die Organisation garantiert uns die Zukunft der Menschheit. Bevor die Menschheit existierte, gab es nichts, was die Erde bedrohte. Gegenwärtig wird sie jedoch von ihren eigenen Kindern gefressen. Aber wir haben endlich einen neuen Lebenszyklus geschaffen. Ein System, in dem die Menschheit sich selbst frisst. Na super. Toll. Das hört sich zwar grausam an, aber immerhin besser als Frieden, Freiheit und Glück zu predigen, obwohl keine langfristige und wirksame Lösung in Aussicht ist. Hm. Ja. Die Menschheit besteht zum einen aus Aasfressern, die von Gier und Herrschsucht besessen sind, oder aber aus den ignoranten Dummköpfen. Hm. Die Neomitochondrien sind Spiegel, die uns ihre wahre Gestalt vor Augen führen. Du
hast sie doch gesehen. Diese hässlichen ANMCs. Es sind Abbilder der Seelen dieser Menschen. Diese Menschen habt ihr doch alle entführt. Nein. Es waren alles Freiwillige. Wir haben ihnen ewiges Leben versprochen. Okay. Und diese Geier haben prompt angebissen. Die Amerikaner, wir haben wenig Zeit. Es reicht, Medigin. Schaff sie beiseite. Verstanden. Ach du Heilige. Kyle. Danke, dass du ihn für uns gefangen hast. Was für ein Penner, ehrlich. Nein. Sag, dass es nicht wahr ist. Was? Gott. Krass. Als ich klein war, fühlte ich dieses Eingeengtsein. Wenn man anders ist als die anderen. Aber dann stellte ich fest, dass man sich anpassen kann. Genauso ist es mit Neomitochondrien. Sie werden sich irgendwann beruhigen. Du und die ANMC seid lediglich in einer Übergangsphase. So, so, sie gefällt dir. Mann, Mann, Mann. Tu einfach so, als ob du dich anpassen würdest. Genau wie ich. Ach nein. Der Kyle ist also doch kein Verräter. Was eine Überraschung, Leute. Was eine Überraschung. Er ist tatsächlich auf unserer Seite. Coole Sau. Medigin, du. Verräter. Verräter? Das sehe ich anders. Es gibt auch Menschen, die so bleiben sollten, wie sie jetzt sind. Das wirst du bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Ich habe zu lange gezögert. Hätte dich längst töten müssen. Oh, was eine coole Sau. Wirklich. Das war knapp, Leute. Verdammte Idioten, ihr sollt dafür büßen. Halt! Nein! Ach du Heilige. Eine Katze, okay. Okay, Doc Nummer 9 ist nicht mehr, Leute. Das war's. Oh Mann. Das Ding hat Nummer 9 aufgesaugt. Bist du okay, Aya? Kyle. Eve. Meine Güte. Bin ich froh. Sorry. Anders hättest du nie erfahren, was hier wirklich gespielt wurde. Ja, das stimmt. Das war eine gute Taktik. Ich wusste es, als du daneben gezielt hast. Ist doch kein schlechter Kerl, ne? Hier, SK-947C. Zieht Personen in Sicherheit. Es gibt Verletzte. Bitte um Hilfe. Hm? Seltsam. Ich wiederhole. Hier, SK-947C. Aya? Du kannst sprechen? Die Eve. Ist das ein Stern? Was? Was? Das ist... Verdammt, ich Vollidiot. Ah ja. Lauf, schnell. Ah ja, Leute, jetzt kommt eine Cutscene.
Schöne Filmszene hier. Das Ding. Okay. Präsident hat sich also dafür entschieden. Okay. Ist nicht so toll, Leute, was da passiert. Ach du Scheiße. Kleine Babys. Oh Mann, Leute. Ja, Leute. Dryfield ist nicht mehr. Unser Auto ist kaputt. Piers Auto ist kaputt. Alles ist kaputt. Ja, Nummer 9 wollte die Welt an sich reißen. Was war das? Eve. Kyle. Bist du okay, Aya? Kyle? Mein Gott. Bist du verletzt? Ich nicht, aber... Eve ist hinuntergefallen. Was? Hol sie da raus. Dieses Monster ist... ebenfalls da unten. Verstanden. Okay. Geh einfach da runter. Schnell. Du klingst so seltsam. Bist du auch wirklich okay? Meine Unterhose ist verdampft. Oh Mann. Wenn du willst, zeige ich dir mein bestes Stück. Alter. Geil. Ernsthaft? Idiot. Gut. Alles klar, geil. Hui. Oh, was ist mit seinem Bein los? Ja, ich bin ein Idiot. Wegen einer Frau. So ein Risiko einzugehen. Oh Gott, der Arme. Der hat sein Bein verloren, oder was, ne? Ach du Heilige, und das Baby schreit da unten wie ohne Ende, ey. Oh Mann, Leute. Eve. Au, die Schusswunde. Tatsächlich, Leute, wir müssen uns heilen. Okay. Ja, wie gesagt, Nummer 9 hat versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, mit irgendwelchen verkrüppelten ANMCs, die, ja, die Evolution bei uns auslösen sollten. Aber wir haben es verhindert, noch in allerletzter Sekunde. Kyle ist kein Verräter, Kyle ist ein guter Typ. Ich muss Eve retten. Ja genau, Leute. Kyle ist ein guter Typ und wir müssen jetzt da runter, ganz schnell, Leute. Ein Lift nach unten. So, Leute, weil da unten ist das Baby, wie ihr gehört habt, und Eve ist da runtergefallen. Und hier, schaut mal, diese... Ach du Heilige, hier ist noch ein Golem. Gut, aber für dich, Kollege... Das ist ein roter, das ist kein lila, ne? Das ist ein roter, Leute. Für dich, Kollege, habe ich eine Waffe. So, dann lass den mal hier hin. Ach, verdammt nochmal. Hier ist tatsächlich noch ein Golem hier unten, ey. Der will es noch ein bisschen rauszögern, ja? So, gut. Dann ist, das ist er. Dann einmal und nochmal. Ach, verdammt nochmal. Das ist er gar nicht. Hier ist er. Das ist ein roter Golem, Leute.
Boah. Der hält sau viel aus hier. So. 4 Granaten, Leute. Krass. Aber den haben wir, Leute. Gut, Leute. Klick, 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 klick. Sau gut. Eine Ringerlösung noch. So, Leute, wir müssen uns vorbereiten. Finale steht an. Gut, dahinter dieser Tür, Leute, wartet der Endkampf. Das heißt, ich werde diese Waffe austauschen gegen eine Ringerlösung. Und gut, Leute, wir müssen Eve da rausholen. Gehen wir. Los. So, rein da. Rein in diese fette Tür. Gut. Wie gesagt, diese Folge wird Überlänge haben, und zwar deutlich. Aber das ist notwendig. Gut. Da hängt sie doch. Eve. Eve. Ach du heilige Scheiße, Leute. Du meine Fresse. Das ist schon ein Ding. Das nenne ich mal ein Endgegner, oder Leute? So, bei dem... Ich dachte, jetzt kann ich nicht hier zaubern oder so. Bei dem ist es ganz wichtig, Antibody. Dann... Ah, da, seht ihr das? Boah, Leute, der finale Endkampf ist da. Der finale Endkampf ist da. Und dann schieß auf den Scheißkopf. Ah ja, los. Und mach den Kopf. So. So, der Kopf ist weg, Leute. Ja, wie ihr seht, diese monströse Larve ist tatsächlich unser Endgegner. Und, ja. Es ist so heftig, Leute. Wirklich, schaut euch das Ding an. Schaut euch dieses Ding an und... Jetzt kommt was Witziges. Schaut euch das an. Der macht einfach seinen Bauch auf. Aber diesen Angriff, den müssen wir unbedingt ausweichen. Oh. Oh. Nämlich ziemlich mächtig, dieser Angriff, Leute. Gut, jetzt müssen wir zum ersten Mal nachladen. Wie lange dauert das? Klick, 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 klick. Ja, okay, dauert ein bisschen lange, aber... Oh, da ist er wieder. Ah, verdammt. Okay, gut. Sehr gut, Leute. Wir müssen den einfach hier kaputt machen. Wir müssen dem einfach seine Körperteile hier kaputt machen. Und er macht wieder seinen Torso auf hier. Oh. Lauf weg. Das darf dich nicht treffen, weil das zieht dich richtig runter. Gut, einmal rein da. Gut, da unten haben wir noch was. Ich möchte den Boss nämlich komplett machen mit euch, Leute. Ich möchte alle seine Körperteile wegmachen. Oh Gott, ich habe irgendeinen Zustand hier. Gut, mach das weg. So, gut. Ich habe irgendeinen Zustand gekriegt. Oh, das lässt du zu, dein Torso da. Dein Torso lässt du bitte zu. Oh nein, er macht ihn wieder auf. Ach, verdammt. Ja, wie gesagt, Leute, das ist die ultimative Kreation hier. Von denen. Das ist die Larve, die da draußen geweilt hat. Ziemlich heftig, Leute. Das soll also Eve sein. Ja. Aber er macht wieder seinen Torso auf. Lauf! Um Gottes Willen, auf! Oh, Gott sei Dank. Vielleicht brauche ich ja gar keine Ringerlösung hier, wa? Hinten hat er nämlich auch noch ein paar Körperteile, Leute. Hinten. Genau hier, diese Dinger hier. Die muss ich eben auch noch kaputt machen. Aber erstmal da unten. Ah, ich habe wieder einen Zustand. Ah ja, schneller! Heil das! So, geh. Ich muss ihm einfach da hinten auch alles kaputt machen. Vorne habe ich soweit alles. Ja, Leute, der Endboss, wie gesagt, also... Er ist zwar anders, aber er ist jetzt nicht so schwer. Ne? So, gut. Das eine Ding ist weg. Das andere hat nicht getroffen. Okay. Oh Gott. Was ist das denn hier alles, ey? Der hat da so komische Schwänze da hinten dran, ey. Wirklich. So, ja, wie gesagt, also die ultimative Kreation hier von denen. So, Leute. Und dann, jetzt da hier eins davon weg ist. Ah ja, schießt das schneller kaputt da. Die wachsen nämlich nach, die Dinger. Da muss ich schneller auf die Dinger da schießen. Aber das kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht hin, oder? Weil er sich so schnell umdreht hier. Und da drauf. Ach verdammt, Leute. Das Ding dreht sich so schnell. Ja, ja. Also, ein riesiger Fleischklops, wie ihr hier seht, ne? Oh nein, nochmal. Ich hätte irgendwas dagegen ausrüsten sollen, ich Idiot. Hallo, wie lange geht denn das? Ah verdammt, seht ihr das? Die Dinger wachsen. Na, verdammt nochmal. Ja, wir müssen schnell sein hier in dem Bereich. So,
dann nochmal da drauf. Gut. Und dann nochmal auf das Ding da. So, nochmal. Und nochmal. Ah, das Ding ist geschafft. Okay, alles klar, dann hier oben. Boah, der sprüht schon ganz schön hier rum. Mach mal Life Drain. Aber mach doch Life Drain, verdammt. Ach du Heilige. Dann heil dich halt. Das wird mir jetzt ein bisschen zu blöd hier mit dem Ding, ohne Scheiß. So, mach mal Life Drain. Ah ja, komm. Ich brauche jetzt mal hier den Life Drain Zauber. So, gut. Gib mir bitte die HPs. Sehr, sehr gut. Okay, dann können wir einfach da drauf schießen weiter. Verdammt nochmal. Das Ding trifft nicht. So, jetzt, Leute. Wir haben den Fleischklops gleich. Mann, diese Wolken hier, die sind schon echt übel. So, der dreht sich weiter. Aber jetzt kann er uns fast nicht mehr angreifen, Leute. Ihr seht, wir zerstückeln den systematisch. Wir haben ihm erst seine Arme weggenommen. Dann haben wir ihm seinen Kopf weggenommen. Dann seine komischen Schwänze da hinten. Und jetzt gehen wir ihn an seinen Boppes. Genau, und ja. So muss man diesen Boss hier machen. Also, genau, das war's mit seinem Hinterteil. Jetzt haben wir wirklich nur noch seinen Torso, Leute. Wir haben ihn fast endgültig platt gemacht. So, davon lasse ich mich jetzt halt einmal treffen, das ist okay. Um dem schönen Schaden da reinzudrücken. Schaut mal, wie viel Damage das Ding macht, ey. Verdammt nochmal. Und einmal noch rein da, los. Gut. Leute, es ist soweit, ich brauche meine erste Ringerlösung. So. Ja, weiter geht's. Los. Mach deinen Torso auf da. Und weg damit. Einfach weiter draufballern hier. So. Und noch eine. Und noch eine. So, sehr, sehr gut. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, Riesenfleischklops. Oder Eve, oder wie du dich auch immer nennst. Oh nein, ich muss nachladen. Verdammt nochmal. Ach, verdammt. Der zieht nämlich die Hälfte meines Lebens ab. Genau, Leute, wir haben ihn. Wir haben den Fleischklops. Sau gut. Und ich glaube, wir haben ihn komplett zerstückelt. Das war wichtig, Leute. Sau gut, Leute. Wir stehen wirklich kurz vorm Finale. Ach du Heilige, ey. Ach du Heilige. Okay. Alles klar. Oh, schaut euch das an. 5000 EXP. 20.000 BP. 200 MP. Ein Item erhalten und ein Bonus, Leute. Du meine Güte. Ringerlösungen verschieben. Granaten verschieben. Den Rest brauche ich nicht. Oh, wir haben so viele Items gekriegt. Wir haben nicht mehr voll die Granaten, ne? Gut, Leute, alles klar. Hier gibt es eine Sache. Hier gibt es ja einen Kartenschlitz irgendwo, ne? Ich meine, das wäre hier gewesen. Ich muss Eve retten. Wo war das? Genau, Leute. Die Eve hängt ja da oben jetzt, ne? Und ja, unten schwimmt das Monster rum. Das war schon echt ekelhaft, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Hier, wir können hier... Wartungsbrücke, Leute. Ein Kartenschloss. Wir müssen ja die Eve da oben retten, ne? Das heißt, wir können uns jetzt noch einmal vorbereiten. Eine Ringerlösung verschieben. Oder, nee, wisst ihr was? Nee. Was mache ich denn? Das GPS, das brauche ich doch jetzt nicht mehr. Austauschen mit einer Ringerlösung bitte. Und hier packe ich mal die Airburst-Granaten rein, Leute. So, weil jetzt kommt wirklich der finale Schlag mit der Megawaffe hier. So, wir brauchen hier eine ID-Karte. Ich nehme hier die Bowman-Karte. So. Die ID-Karte geht. Sehr schön, Leute. Dadurch wird eine Brücke rausgefahren und wir können Eve retten. Sehr, sehr gut. Würde ich sagen, machen wir das doch mal, ne? Alles klar. Batz. Jo. Cool. Dann, Leute. Wir haben das fette Vieh besiegt. Oh Gott.
hängt sie. Ah, ja. Ach du Heilige. Okay. Oh Mann. Eve. Oh Mann. Ah ja, okay. Oh mein Gott, nein, Leute. Nein! Um Himmels Willen. Leute, darf ich vorstellen, der ultimative Endboss. Die allerletzte Form. Der allerletzte Kampf steht uns bevor. Gegen dieses Megavieh. Darf ich vorstellen, der Endboss. Schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich so sagen. Alles klar. Leute, wir müssen hier weg erstmal. Wir müssen erstmal Zauber machen. Verfolg uns nicht. Geh weg, du blöde Kuh. So, bei dem verwende ich tatsächlich den Energy Ball. Weil wenn er das macht... Ah, Gott. Dann mussten wir ausweichen, weil der hat einen Sturmangriff. So, dann brauchen wir einmal Antibody. Leute, weil falls er... Der geht aber schnell wieder weg. Was war das denn? So, Energy Shot. Und nochmal Energy Ball. Was soll das denn? So, Leute. Wir haben drei Zauber hier. Los. So, seht ihr das? Die Kugel hat ihm Schaden gemacht. Sau gut. Okay, Leute. Der Finalkampf. Wo kommt sie raus? Oh, da! Ach, verdammt! Oh, Mann. Okay, Aya, steh auf. So, ja, wie gesagt, der letzte Kampf. Okay, sie kommt in der Mitte raus, das heißt, wir können schießen. Oh nein. Ach verdammt, warum trifft das denn nicht? Bin ich jetzt blöd? Ah, lass das. Das ist blöd, Leute, wenn sie das macht. Weil das zieht unsere MP runter. Und lauf! Ach verdammt nochmal. Ja, das ist der Endkampf. Wir müssen eigentlich in Bewegung bleiben. Und dem Ding jetzt mal hier einheizen. Oh, 780 Schaden. Wie geil, Leute. Wie geil, wirklich. So, und du? Du kannst... Das machst du mal nicht. Ich hau dir mal einen Zauber rein. So. Oh, was war das denn? Ich hab dem Ding irgendwas da weggesprengt. Geil. So, weiter geht's hier. Oh, verdammte. Verdammte Zippe. Wirklich. So, das kannst du vergessen. So, ich muss nachladen, Leute. Schnall schneller nach, Aya, das Ding ist genau vor dir. Oh, verdammt nochmal. Ja, okay, das ist egal. Dann schieß weiter drauf. Oh, mein verdammt. So, schieß doch weiter drauf da. Ja, das Ding, das fliegt hier rum und das blutet schon. Das blutet schon. Nein, lass das! Diese Energiebälle. Ach, verdammt. Ja, wie ihr seht... was war denn das jetzt? Was versuchst du da? Ach genau, das Ding kann Copies machen hier. Aber die Copies, die sind schnell weg. Seht ihr das da? Oh, schaut mal. Der Torso ist schon weg hier. Der Torso... Das war's. Das war's, Leute. Oder? Was ist jetzt? Ja, wir haben ihn, Leute. Wir haben sie. Das war die ultimative Lebensform. Du Heilige, ey. Wow. Mhm. Fallen Angel, oder was? Das war's, meine Liebe. Krasse Effekte auch auf jeden Fall. Gut, Leute. Wir haben es geschafft. Schaut mal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Wir haben die ultimative Lebensform besiegt. Und Aya und Eve sind freigelassen. Oh mein Gott. Aya? Aya. Gott sei Dank. So. Kyle? Was ist denn der für blaue Bugs da?
Bist du's, Kyle? Oh mein Gott. Wir haben's, Leute. Ich liebe. Ja, du lebst. Hä? Wo ist Eve? Sie ist okay. Sie schläft neben dir. Bin ich froh. Kyle, ich muss dir so viel erzählen. Ich auch. Aber ruh dich zuerst aus. Aber ich, als ich dich zum ersten Mal okay. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Hier drüben liegt jemand. Da sind sie, die Schwestern. Eine junge Frau. Und ein Kind. Zwei Personen. Sie leben. Hey. Sind sie okay? Ein Wunder, dass die beiden noch leben. Sanitäter, hierher. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir es? 7. September 2000, 21.05 Uhr, das Weiße Haus, Washington DC. Haben wir es? Dank der MITF sind unsere Verluste minimal. Ach Gott sei Dank. Sehr gut. Ich möchte diese Hunterin gern einmal treffen. Was sagt die Presse? Ja, ja, klar. Sie berichteten alle über einen Terroranschlag einer Sekte. Gut gemacht. Das hört sich schließlich sensationell genug an. Ach Leute, ich bin erleichtert. Wirklich. Sieht die Presse einen Zusammenhang mit Manhattan? Es scheint nicht so. Sehr schön. Alle Indizien werden zurzeit vernichtet. Anders als bei Roswell wird man dort nichts finden. Okay. Oh, sehr gut. Russland und China haben den Einsatz des Satelliten kritisiert. Machen Sie sich keine Sorgen. Offiziell wird das heißen, dass ein Experiment mit einem Solarenergiesatelliten fehlgeschlagen hat. Na super. Natürlich, genau, Leute. Niemand wird uns wegen Gewinnung von sauberer Energie kritisieren. Nur eines macht uns Sorgen. Das wäre unser Agent. Er hat den Dienst quittiert und ist untergetaucht. Was? Er weiß zu viel. Okay. Finden Sie ihn, verdammt. Wir haben die Suche bereits eingeleitet. Dieser Agent war Kyle, Leute. Das wird Konsequenzen haben. Wenn unsere Organisation auffliegt, gerät nicht nur unser Land, sondern fast die gesamte Welt ins Zwielicht. Hä? Okay. Naja, gut. Leute, das gute Ende.
Sehr gut. Wir haben das gute Ende tatsächlich, Leute. Dieses Ending seht ihr nur, wenn ihr alle Kriterien erfüllt. Seit dem Vorfall ist fast ein Jahr vergangen. Hohe Tiere des FBI und MITF wurden wegen Hochverrats eigenhändig durch das FBI verhaftet. Doch die Urheber blieben unentdeckt und verschwanden im Dunkeln der Geheimakten. Uns wurde befohlen, die Sache zu vergessen. Offiziell hieß es, dass eine Sekte diesen Terroranschlag verübte. Die Existenz der Neomitochondrien wurde abermals vertuscht. Aber wir haben diesmal nicht untätig zugeschaut. Rupert, oh, schöne Bilder, schaut euch die mal an. Cool. Rupert, der Baldwin als Chef ablöste, bereitet nun die Veröffentlichung von MITF und NMC-Akten vor. Ah, schaut mal, der Maeda. Der Biologe, Dr. Maeda, hat die Neomitochondrien spezifiziert und die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der sie an Trägerpersonen weit hervortreten. Es stellte sich heraus, dass die Trägerperson selbst der maßgebliche Faktor ist. Ah, Pierce, Leute. Pierce versucht nun zusammen mit Dr. Maeda, Erbträger über das Netz ausfindig zu machen. Die beiden scheinen blendend miteinander auszukommen. Ihre Meinung sagt, sind Träger wie ich, die eine Symbiose mit den Mitochondrien eingehen können, das Optimum. Die Leute müssen lediglich entsprechend geschult werden. Somit lässt sich verhindern, dass die Träger wie Hexen diskriminiert werden. Pierce sieht nun darin sein Lebensziel. Jody meinte auch, dass er viel selbstsicherer wirkt. Oh, wie süß, schaut mal. Rupert hat dafür gesorgt, dass Eve vor neugierigen Blicken sicher ist. Sie lebt nun zusammen mit mir als meine kleine Schwester. Sie scheint Freude an der Junior High School zu haben. Ihre Vergangenheit hat sie überwunden und ist nun der Liebling ihrer Klasse. Die übermenschlichen Kräfte scheint sie verloren zu haben. Ah, oh, Mr. Douglas und Flint, Leute. Wir reden ja nochmal über alle Charaktere. Mr. Douglas ist wieder gesund und baut gerade Dryfield neu auf. Mammutprojekt, was wir da gerade gesehen haben, ne? Er schickte mir ein Foto von seinem neuen Zielfernrohr. Jeder versucht, den Vorfall auf seine eigene Weise zu verarbeiten. Nur Kyle ist seit dem Tag spurlos verschwunden. Ja, da ist er, der Typ, ne? Ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen. Wenn meine Schulterwunde nicht wäre, könnte man meinen, er habe niemals existiert. Vielleicht wurde er in etwas verwickelt. Oder habe ich das alles nur geträumt? Nein, ich werde ihn weiterhin suchen. Durch ihn weiß ich, dass man nie die Hoffnung verlieren darf. Ja, Kyle war ein guter. Tatsächlich. Morgen werde ich zusammen mit Eve das Naturkundemuseum besuchen. Sie ist so aufgeregt, dass sie den ganzen Tag durchgeredet hat. Ich befürchte, sie wird mir morgen alle möglichen Fragen stellen. Ja, genau, Leute. Ein Jahr danach, 1. September 2001, 19:16 Uhr, Naturkundemuseum New York. Diese Cutscene gibt es auch nur im guten Ende, Leute. Genießt sie. Aya hat Kyle gefunden. Das war Kyle, Leute. Ja, Leute, das war Kyle. So. Und das war's, Leute. Das war Parasite Eve 2. Oh Mann, oh Mann. Also, dieses Spiel hat mir wirklich sehr lange, sehr viel Freude bereitet, Leute. Wirklich. Ja.
Parasite Eve 2 ist vorbei und die Musik hier im Hintergrund, die ist einfach so super. Wirklich, die ist so mega geil. Diese Musik, ich liebe diese Musik einfach. Ach ja, Leute, da sehen wir nochmal die ganzen Gegner im Hintergrund. Ein paar Filmszenen. Ach ja, Leute, Parasite Eve 2, was kann ich dazu sagen? Also, mega Spiel, auch mit dem, mit der Climax nochmal am Ende. Boah, richtig gut gelungen, wirklich, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ja, der, die, wo das Militär uns geholfen hat, da. Ja, am Ende sind alle Charaktere gut durchgekommen durch die ganze Sache. Das ist sehr gut. Oh, das ist ein Golem, Leute. Die kleine Eve, ach, wie süß. Ja, Leute, alle Personen sind heil, haben es heil überstanden. Und ja, meine Güte, das war, das hat mir so viel Spaß gemacht, das mit euch zu erleben, Freunde. Ich möchte mich auch hier mit herzlichst bei allen bedanken, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Freut mich ehrlich. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch das auch mal besorgt, irgendwie das Spiel, und es mal spielt. Weil, ja, es lohnt sich halt einfach, ne? Auch wenn es aus dem Jahr 2000 ist. Aber ja, die Grafik ist nicht so schlimm, finde ich. Also zumindest bei mir nicht, wenn man das ein bisschen nachbearbeitet mit dem Emulator und so. Und ja, Leute, der Endgegner. Dieses Riesenbaby. Es ist am Ende tatsächlich noch geschlüpft. War erst ein Riesenfleischklumpen und dann ein, ja, wie soll ich es nennen, ein Engel oder sowas, ne? Und ja, aber der Endkampf ist auf jeden Fall machbar, wenn man genug Granaten dabei hat, also. Ja, wenn man keine Granaten hat, wird es schwierig, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ja, ich glaube, wir haben so ziemlich fast alles gesehen, was man in diesem Spiel hier sehen kann. Es gab eine Sache in dem schlechten Ende. Da hätten wir am Ende noch eine Magnum-Waffe bekommen mit Magnum-Patronen und die hätten auch viel Schaden gemacht. Aber ja, die haben wir nicht gebraucht, weil wir am Ende das gute Ende gespielt haben. Genau, Squarz. Wie gesagt, ich möchte mich bedanken bei allen, die zugeschaut haben. Parasite Eve 1 kommt auch jetzt in der nächsten Zeit irgendwann. Ich werde als nächstes Spore und Empire Earth mal als Hauptprojekte laufen lassen. Parasite Eve 1 kommt nach Spore. Genau, Leute, da sehen wir es nochmal. Coca-Cola. Ja, genau, die haben sich hier auch bemüht, die ganzen Lizenzen zu kriegen, ne, mit Cola und so. Diese ganzen Schleichwerbung, das finde ich schon cool, ja. Und ja, wie gesagt, ein richtig geiles Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, das war's. Parasite Eve 2 ist durch, Leute. Wir haben's. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Richtig gut. So, aber ich glaube, wir kriegen jetzt hier noch Endstatistiken, ne? Genau, schaut mal. Oh. 213.000 BPs. Okay. Alles klar, 12.000 Experience. Next Replay Bonus. Okay. Ah, Supply. Jody Spezial, ja, okay. Spartaner Money. Ah, wenn wir es nochmal spielen würden. Jetzt kriegen, würden wir diese Sachen kriegen. Direkt am Anfang. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das mal speichern, weil falls ich das privat nochmal spielen möchte. Ich würde auch ganz gerne mal wissen, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe, aber ich glaube, nee, das geht schon. So, kriegen wir jetzt hier noch irgendeinen Rang oder so? Nö, hier gibt's glaube ich gar nichts, ne? So. Titel. Ja gut, nee. Nö, hier gibt's nichts, leider. Gut, Leute. Wie gesagt, das war Parasite Eve 2. Ja, richtig gut. Und ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die hier zugeschaut haben. Und wenn euch das Projekt und das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ich euch bei einem meiner anderen Projekte begrüßen kann. Und hiermit verabschiede ich mich. Bis dann, euer Sebi spielt.